Auch wenn wir oft glauben, dass es einige Dinge gibt, die absolut sicher sind, wie zum Beispiel, dass morgen die Sonne aufgeht, und andere Dinge, die uns nie passieren werden, wie zum Beispiel von einem Blitz getroffen zu werden, dann stimmt das nicht ganz. Alles im Leben ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Egal, ob es nun darum geht, dass man zum Beispiel homosexuell ist oder auch darum, dass man später an Demenz erkrankt. Alles ist möglich, aber manchmal eben nicht so wahrscheinlich. In diesem Video präsentieren wir euch jedoch 10 Dinge, die wahrscheinlicher sind, als man auf den ersten Blick denkt. Mit dabei sind interessante medizinische Fakten, politische Vorhersagen und vieles mehr. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare, was euch schon mal passiert ist, das eigentlich absolut unwahrscheinlich ist. Nummer 10. Auch wenn viele von uns sich dessen nicht bewusst sind, gehen wir meistens intuitiv davon aus, dass wir mindestens so alt werden, wie unsere Omas und Opas gerade sind oder mal waren. Die meisten Leute schätzen also, dass sie nicht vor einem Alter von 80 Jahren sterben werden. Die echte Lebenserwartung sieht allerdings anders aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass man vor dem 70. Geburtstag stirbt, beträgt nämlich immerhin 22%. Das heißt, so gut wie jeder Fünfte erlebt laut aktuellen Daten seinen 70. Geburtstag nicht mehr. Auf der Nummer 9 kommen wir zum Schwangerschaftsrisiko. Wenn eine Frau ein Jahr lang ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, besteht eine Chance von 90%, dass sie schwanger wird. Vorausgesetzt, sie ist in einem entsprechend fruchtbaren Alter. Da das Risiko einer Schwangerschaft ohne Verhütung also tatsächlich hoch ist, greifen viele zum Kondom. Allerdings ist das Kondom auch keine absolute Absicherung. Laut einer Studie werden immerhin 15% aller Frauen, die ausschließlich mit Kondom verhüten, schwanger. Dies liegt vor allem daran, dass Kondome häufig unsachgemäß verwendet werden. Bei perfekter Benutzung besteht nämlich nur noch eine 2%ige Wahrscheinlichkeit, trotz eines Kondoms schwanger zu werden. Die Nummer 8 geht an eine kuriose Statistik. Wenn man eine Kuh mit einem Braunbär vergleicht, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass der Bär das gefährlichere Tier ist. Allerdings sagen die Statistiken etwas anderes. In den USA sind in den letzten 100 Jahren gerade mal etwas mehr als 60 Leute durch einen Bärangriff gestorben. Durch Kühe hingegen sterben jedes Jahr in den USA ca. 22 Menschen. Das liegt vor allem daran, dass Menschen so oder so mehr Kontakt zu Kühen haben. Aber es zeigt auch, dass selbst so harmlos wirkende Tiere wie Kühe eine echte Gefahr für den Menschen sein können. Auf der Nummer 7 kommen wir zum HIV-Test. Und nein, es geht nicht um die Wahrscheinlichkeit, AIDS zu haben. Denn die liegt in Deutschland bei etwa 0,1%. Es geht auch nicht um die Wahrscheinlichkeit, dass man, obwohl man HIV-negativ ist, einen positiven Test hat. Denn die liegt bei 1,5%. Es geht um die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man einen positiven HIV-Test hat, auch wirklich an einem HIV-Virus erkrankt ist. Diese Wahrscheinlichkeit beträgt immerhin nur 6,25%. Das heißt, über 90% aller Leute, die bei ihrem ersten HIV-Test ein positives Ergebnis haben, sind gar nicht HIV-infiziert. Das liegt an dem Phänomen der sogenannten Basisratenvernachlässigung. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, empfehlen wir dir übrigens unser Video, warum HIV-positiv meistens gar nicht so schlimm ist. Die Nummer 6 belegt die Wahrscheinlichkeit einer Zwillingsgeburt. Im Durchschnitt ist ca. jede 85. Geburt eine Zwillingsgeburt. Das heißt, dass etwa 1,2% aller Schwangerschaften Zwillingsschwangerschaften sind. Eineiige Zwillinge sind allerdings noch viel seltener. Hier ist nur jede 250. Geburt eine Geburt von eineiigen Zwillingen. Drillinge oder sogar Vierlinge sind übrigens noch viel seltener. Vierlinge kommen nur bei jeder 600.000. Geburt vor. Kommen wir zur Nummer 5. Und zwar zu der Wahrscheinlichkeit, dass Trump wiedergewählt wird. Viele Europäer und Deutsche können sich gar nicht so richtig vorstellen, dass tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass es Donald Trump in den USA auch bei der nächsten Wahl ins Präsidentenamt schafft. Schon vor der letzten Wahl hatte niemand so richtig daran geglaubt. Dabei besteht für Trump tatsächlich eine reelle Chance, wiedergewählt zu werden. Immerhin 82% aller Wähler, die 2016 für ihn gestimmt haben, würden ihn auch mehr als ein Jahr nach seinem Amtsbeginn wieder wählen. Und obendrein zeigt auch die Geschichte, dass Präsidenten gute Chancen haben, wiedergewählt zu werden. Außerdem hat Trump bereits in seinem ersten Amtsjahr erklärt, dass er wieder kandidieren wolle und begonnen, sein Team für die Wiederwahl zusammenzustellen. Leider sollten wir also die Wahrscheinlichkeit, dass Trump 4 weitere Jahre das mächtigste Amt der Welt bekleidet, nicht unterschätzen.
Auf der Nummer 4 haben wir einen weiteren Fakt zur Lebenserwartung. Zwar ist es so, dass über 20% der Menschen wahrscheinlich nicht das 70. Lebensjahr erreichen, auf der anderen Seite gibt es allerdings auch mehr Menschen denn je, die lange leben. Dies liegt vor allem am medizinischen Fortschritt, aber auch an den optimierten Gesundheitssystemen der meisten westlichen Länder. Experten schätzen, dass zwischen 30% und 50% aller Menschen, die nach dem Jahr 2000 geboren wurden, über 100 Jahre alt werden. Kommen wir jetzt auf der Nummer 3 zu einem kleinen Funfact. Bei einer Schulklasse mit 23 Schülern ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei der Schüler den gleichen Geburtstag haben, bei etwa 50%. Dies lässt sich durch komplizierte mathematische Rechnungen belegen. Bei einer Gruppe mit 60 Leuten ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei den gleichen Geburtstag haben, übrigens schon bei etwa 99%. Bei der Gelegenheit kannst du uns ja mal in die Kommentare schreiben, wie viele Menschen du kennst, die den gleichen Geburtstag haben wie du. Die Nummer 2 belegt eine weitere Geburtstagswahrscheinlichkeit. Schweizer Wissenschaftler haben für eine Studie 2,5 Millionen Todesfälle zwischen den Jahren 1969 und 2008 analysiert. Bei der Auswertung der Daten haben sie eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Laut ihren Zahlen ist es bis zu 14% wahrscheinlicher, an seinem Geburtstag zu sterben, als an irgendeinem anderen Tag im Jahr. Allerdings fanden die Forscher bisher keine wirklich gute Erklärung für diesen Befund. Sie konnten jedoch ausschließen, dass es daran liegt, dass Menschen quasi ihre Lebensenergie aufrechterhalten bis zu ihrem Geburtstag, um diesen noch mitzuerleben. Das ließ sich daran erkennen, dass es nicht weniger Menschen gab, die in den Tagen vor ihrem Geburtstag starben. Wahrscheinlich liegt dieser verrückte Fakt sogar darin begründet, dass Menschen an ihren Geburtstagen mehr Risiken eingehen, die mit tödlichen Folgen in Verbindung stehen. Und jetzt die Nummer 1, und zwar eine eher traurige Statistik. Aktuelle Studien zeigen, dass ein normaler deutscher Bürger heutzutage eine Wahrscheinlichkeit von etwa 42% hat, im Laufe seines Lebens an einer psychischen Störung zu erkranken. Hinzugerechnet werden bei dieser Zahl allerdings auch Suchterkrankungen wie Alkoholsucht oder auch starke Nikotinabhängigkeit und auch depressive Störungen bei Burnout-Patienten. Dennoch ist dieser Wert sehr alarmierend und zeigt, dass auch die Prävention von psychischen Störungen noch ausgebessert werden kann und muss. Das waren also 10 Dinge, die wahrscheinlicher sind, als man denkt. Schreibt uns doch mal in die Comments, welche dieser Wahrscheinlichkeiten dich am meisten geflasht hat. Und ansonsten abonnier Wissenswert für mehr interessanten Content und lass auf jeden Fall einen Like da, falls dir dieses Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal dann hier bei Wissenswert.